Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play. Heute mit The Walking Dead. Nachdem wir in der ersten Episode bzw. der ersten Staffel ja mit Lee gespielt haben, der ja von einem Polizeifahrzeug fliehen musste und schließlich durch die halben Südstaaten irgendwie gewandert ist, um am Ende sich selbst zu opfern, damit Clementine leben kann, spielen wir jetzt im zweiten Teil Clementine weiter und ich denke, es wird genauso, ja, düster und schwerwiegende Entscheidungen geben, wie auch schon im ersten Teil. Wir beginnen komplett von Anfang an. Select Save File, nehme 2. 1 habe ich schon mal durch, denn die erste Episode. Und ich glaube, jetzt gibt es erstmal eine Zusammenfassung, was letzte Mal passierte. What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? I know who you are, and I know you're a killer. Lee, did you have to kill those men? I hope you know what you're doing with her. I got it! Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come. But you have to promise to stay quiet. Clementine? Clementine! No. No. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Lee, I saw my parents. I know. You could leave me. It's okay. You can come with me. No, honey. I can't. It's okay. Ja, sehr traurig auf jeden Fall das Ganze, aber man hat Clementine dann doch irgendwie ins Herz geschlossen. Los geht's mit der zweiten Staffel. What do you think? Oh, Midge, you can't be serious. I am. We are not doing that. Why not? Because. Come on, Krista. What's wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here? Omid the second. No. Omid Junior. No. Sollten immer beide entscheiden. I have to admit it has a ring to it. You two should decide. But the vote's deadline. Yeah, well, my vote counts for two. That's not fair. Are you going into labor soon? No? Then don't talk to me about fair. You're not taking this seriously. I take everything seriously, especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Why don't you, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Ja, scheinen keine Zombies da zu sein.
Aber wer von euch Zombieland gesehen hat, weiß, immer alles doppelt checken. Okay, keiner da. Gross. Die Toiletten sehen nicht mehr ganz so gut aus. Also da drauf gehen würde ich nicht mehr. What's that? Ein Einhornhase. Good. No one's here. Guess it's safe to get cleaned up. Ja, gucken wir mal, ob Wasser drin ist. Na gut, ein bisschen Wasser haben wir noch dabei. Hoffentlich. Ich hoffe, da ist noch was drin. Ja, scheint so. Ja, was das Mädchen schon mitgemacht hat. Okay. Ja, das... Normalerweise erscheinen dann an solchen Stellen plötzlich doch Zombies. Aber offensichtlich nicht. You. Oh. Irgendwer vergreift sich dann an unseren Sachen. I see you. Get out of there. You're not fooling me. Come on out now. Who are you? None of your business. Are you gonna hurt me? Only if you're stupid. Get out here. Okay. Kleines Mädchen mit einer Pistole bedrohen ist jetzt nicht so vertrauenserweckend, die Frau. You got anything on you? Come on, let's see. I ain't gonna ask again. What's your name? Wie heißt die? My name? Why do you care? I was just wondering. Stupid. I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Give me what you got. I'm not screwing around. Come on. Just walk away. Whatever. Give me that hat. No. Where'd you get it? I asked you a question. Nein, die Mütze geben wir nicht. None of your business. Just give it to me. Yeah, never. Die Mütze haben wir von Lee bekommen. Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit, and more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. You ain't got nothing good. Wir müssen sie irgendwie ablenken. Just a little fish. You gonna cry, little fish? This your daddy? What a bozo. Okay.
Oh, fuck. I didn't mean to. Oh mein Gott, es beginnt direkt mit einem Massaker. Oh Gott, Homie, Homie, can you hear me? Homie. Sehr traurig. Omid ist schon tot. Die Frau, dessen Namen wir nicht erfahren haben, ist auch tot. Harter Tobak auf jeden Fall. Kleiner Zeitsprung. Krista, talk to me. Sie hat offensichtlich auch ihr Kind verloren. This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. It's okay. I can wait. All we do is wait. And for what? You should be doing this, not me. Tending a fire, so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... We can't stay in one place too long. It's too dangerous. We need to keep moving. All we do, all we have ever done is move. But we never seem to get anywhere. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet. Then ice, then snow. It won't be easy. It'll be better there, right? Safer, maybe. So they say. But I don't know. It has to be. I know it will. We'll see. We just need to keep moving north. Gruppe ist keiner mehr übrig. Hi, Miss Lee. I'm sure you do. Now I'm gonna go look for more wood. You just keep the fire lit. Tja, wenn es jetzt ausgeht, dann war's das mit dem Frühstück, Abendessen. Foto von Lee. Zeichnung von dem Sohn, dessen Namen ich vergessen habe. Ah, das Feuerzeug.
Ja, dann versuchen wir mal das Feuer wieder ein bisschen anzufachen. Holzscheit hier mitnehmen, aber der wird wahrscheinlich durchgeweicht sein. This might burn. Sonst noch irgendwas hier? Das ist Feuer. Essen. Ein Nummernschild. Nee, sonst gibt es hier tatsächlich nichts. Das heißt, probieren wir es mal mit dem Baumstamm. Dings. Erst mal das Essen angucken, was es da zu essen gibt. Ratte? This will never cook. Wie hat man denn nochmal das Inventar geöffnet? Ja. Ah. So, wir probieren es erstmal mit dem Holzstamm. Da sind Menschenschimmen. Das heißt nie was Gutes. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Where's the rest of your crew? Drei Männer. I'm by myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's just me. Come on, guys. Ich muss sie ablenken. What the Krista, fuck? Krista, run! Hey! Yeah.
gerade so davon gekommen. Völlig allein. Und wahrscheinlich durchgefroren. Da gibt's ein Kanu. Das sieht aber nicht mehr funktionstüchtig aus. Also benutzen wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Klettern. Das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist die Mütze, die wir von Lee bekommen haben. Alles andere ist weg. Krista, are you there? Dead Walker. Ist er wirklich tot? Ja. Mehr als tot. Gut. Dann schauen wir mal, was es hier noch gibt. Ein Grab. Notdürftig zusammengeflickt aus zwei Ästen. Möchte man eigentlich gar nicht wissen, was da passiert ist vorher. Ja, dann folgen wir mal dem Pfad. Und gucken mal, ob wir Krista irgendwie wiederfinden können. Ich habe eben Schüsse gehört, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch lebt, gerade bei Walking Dead, ist nicht allzu hoch. Okay, dann folgen wir dem Pfad. Warning Sign vor Schlangen und Spinnen und so einem Kram. Schwarzbären, Kojoten, Berglöwen. Ja, da irgendwas im Unterholz raschelt. Okay, es wird zunehmend kälter. Okay, wo raschelt da was? Oh, das waren zum Glück nur Vögel. Da ist irgendein Tier. Ein Hund. It's okay, boy. It's okay.
gucken, wie der Hund heißt. Sam. Well, nice to meet you, Sam. Okay, der Hund hat offensichtlich was gehört. What's he doing? Sam! Sam! Where are you going? Wait up! Folgen wir dem Hund mal durchs Unterholz. Okay, offensichtlich sind wir bei einer verlassenen Hello? Lagerstätte. Looks pretty run over, but you never know. Let's look around for some food. Der Magen knurrt. Okay, dann ja, durchsuchen wir mal die Überbleibsel hier und hoffen, dass da keine Zombies mehr irgendwo rumkriechen. Ja, offensichtlich gab es auch Kinder hier. Nothing edible. Zelte, da muss man immer Respekt vor haben, da weiß man nie, was drin ist. Think anyone's been sleeping in here? I can't tell. Maybe we better not wait around to find out. Okay, das Zelt war also auch nichts. Oh, da liegt eine Frisbee. Vielleicht steht hey, da drauf. Hey, wanna play? Wanna play catch? Oh, das ist gut. Okay, bring it back. Good boy, Sam. Okay, genug gespielt. Schau mal, was es noch gibt. Ein zweites Zelt. Sieht aber genauso zerstört aus wie das erste. I bet scavengers tore it apart. Oh, eine Dose. Eine leere Dose. Empty. Better keep looking, huh, Sam? Tja, da ist nur die Frisbee. Okay, Sam hat offensichtlich was gefunden. What's the matter, Sam? Shh, we have to be quiet. Box. Ob die allerdings noch kühlt? Oh God. Offensichtlich nicht. I am so sick of that smell. Der Hund nervt ein bisschen. Oh. Okay. Da ist ein Zombie. It's okay. He's dead. Look, you can see the bite. Looks like he tried to cut it out. But that never works. Ever. Ist aber definitiv noch untot. It's okay. War das mal sein Herrchen? You're smart. He's not. We're smarter than all of them. Sind wir das? Tja, gucken wir uns das besser mal an. Like it hurt. Wir machen den erst tot. Stay back, okay? Auf den Kopf. Ach, der lebt immer noch. Also nochmal auf den Kopf. Oh, er lebt immer noch.
Zur Sicherheit nochmal. Okay. Das Gehirn ist zerstört. See? We just have to stay out of their reach. So, jetzt können wir auch, glaube ich, ruhig das Messer mitnehmen. Still pretty sharp. At least we found something useful. We won't go another night without food, okay? Okay, dann durchsuchen wir mal den Van, in dem wir eben vorbeigekommen sind. In dem Barbecue-Grill ist bestimmt nichts drin. This must be that guy's family. Maybe he tied himself to the tree, so we wouldn't hurt them. Ist also wirklich sein Herrchen gewesen? Tja. Vielleicht doch in dem Grill? No. No food here either. Irgendwas, was ich noch nicht durchsucht habe. Hier, die Mülltonne. Oh. Die sieht nicht so aus, als wäre da was Verwertbares drin. Well, here we go. Ich würde die einfach umkippen, aber gut. Oh my god. Thank you. Look, Sam, a can. Let's see what's inside. Please don't be bad. Hoffentlich ist es noch essbar. Ich weiß auch nicht, was da drauf stand, was es ist, aber scheint Pilze zu sein. Champignons. Oder Bohnen. Thank God. Ich fütter den Hund auf. I guess you're pretty hungry too. Here you go. Hey, you don't need it all. Scheiß Köder. Halben Arm abgebissen. Okay. Ein bisschen leid tut er mir ja schon. Wir lösen ihn von seinem Leiden. I'm sorry, Sam. Der war wahrscheinlich genauso ausgehungert wie wir. Ja, der einzige Begleiter, den wir jetzt hatten, ist jetzt auch tot. Das sieht nicht gut aus. Tja, goodbye, Sam.
Weiter geht's alleine durch den Wald. Blutend. Offensichtlich haben wir auch so viel Blut verloren, dass Clem nicht mehr allzu lang auf den Beinen stehen bleiben kann. Wenn jetzt Zombies auftauchen, sind wir geliefert. Oh, scheiße. Wie befürchtet. Oh. Oh. Fuck. Wir müssen weg von hier. Schnell. Komm, Clem, steh auf. Schneller. Oh, er hat uns gleich. Oh, Hilfe. I'm out. Grab her. Let's go. Come on, kid. We gotta keep. Vorerst gerettet. I think we're safe. Zum Glück können die Zombies nicht rennen. Yeah, we're good. Hey, you all right? Ich glaube nicht, aber... I think so. What are you doing out here? Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. I'm alone. Everyone I know is gone. It's just me now. I'm sorry to hear that. I just lost a sister. We've all lost folks. Well, ja, das ist wohl I'm Luke. And this is Pete. Hey there. Hi. I'm Clementine. And it's nice to meet you, Clementine. But for now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us, and you look like you could use some... Oh, shit! What? What is it? She's been bit, man. Fuck. Fuck, fuck, fuck. What are we gonna do here? Ja, aber es ist ein Hundebiss. Ein Hundebiss. No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw you with those lurkers back there. I can't remember the last time I saw a dog. It was. I swear. Swearing doesn't make something so. No. I'm telling you the truth. Please. Oh, ihr könnt mich jetzt hier nicht zurücklassen. Ich verwandle mich nicht in einen Zombie. All right. Let's see. Whoa. Hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? See? Is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. So where'd this dog go? The one that did this?
What does that matter, Pete? Seriously. I want to know how believable her story is. Das klingt realistischer. He ran off. So a dog runs up, bites you, and then runs off. Just some asshole dog in the forest. It wanted my food. What? Did you expect it to stick around? I don't know. Clementine? Yes? You telling us the truth? Aber hallo. You look me in the eyes when you answer. Yes. All right, Clementine. That's good enough for me. Well, what else was she gonna say? I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. You don't always beat me at... All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Was auch immer da passiert ist. Offensichtlich hatten die auch Verluste. Come on. Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Just tired. Well, you better be fine. Because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about... Ah, shit! So, und an dieser Stelle werde ich das erste Let's Play beenden. In der nächsten Folge werden wir die neue Gruppe kennenlernen. Werden uns hoffentlich mit denen anfreunden. Werden hoffentlich versorgt wundentechnisch. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal, was da noch so passiert.